Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Software Inc. hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr einen Weg hier gefunden habt. Es ist mir wirklich ein Riesenvergnügen. Es freut mich, dass ihr alle da seid, denn es geht weiter hier mit Software Inc. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist das, ja, wir haben hier ein sehr, sehr gemütliches, genüssliches Büro. Wenn wir uns die Finanzen angucken, haben wir 30 Millionen auf der Bank. Und meine Lieben, wir haben nicht nur 30 Millionen auf der Bank, wir haben auch auf unseren Anlagekonten nochmal gut 28 Millionen, also fast nochmal unser komplettes Kapital drinnen. Jetzt ist Folgendes, mir gefällt unsere Aufteilung hier also überhaupt nicht. Ne? Also wenn ich das hier mir angucke, muss ich sagen, schau das Scheibenkleister aus. Wir machen jetzt Folgendes, wir kaufen diese Ecke noch zu. Das möchte ich gerne noch haben, weil ich finde, das gehört sich einfach. Ja? Wenn ich jetzt bauen gehe und sage, ich möchte dieses Grundstück kaufen, kaufen wir das noch. Und das gehört jetzt uns, das haben wir auch und das haben wir. Das heißt, wir haben jetzt hier eine komplette Ecke von einer Stadt aufgekauft. Wir könnten uns die zwei Grundstücke noch dazu kaufen, brauchen wir aber im Augenblick nicht. Jetzt ist die Überlegung, dass wir einfach unser ganzes Büro, ja, nachdem jetzt keiner da ist, machen wir es dicht. Hauen wir es raus und machen komplett neue Büros. Und zwar Büros für Teams, die effektiv arbeiten können. Das Einzige, was wir nicht machen werden, ist den Keller umbauen. Da führen jetzt Treppen hin. Die werden wir auch ersetzen müssen. Und zwar wird das nämlich eine nächste Herausforderung für uns. Wir können aktuell von Z-Büro die Nachfrage nicht decken. Das ist allerdings eine ganz andere Geschichte. Warte mal kurz, Distribution, Vertrieb hier. Wir haben von Z-Büro echt wenig auf Lager. Ich schraube das nochmal auf 20.000 pro Monat hoch, einfach um noch ein bisschen Luft zu haben. Was sagen die Server dazu? Vor allem der Vertrieb. Ja, der Vertrieb läuft schon ganz schön ordentlich. Also 111 Mbit. MBPS haben wir hier mit drauf. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Okay, aber das werden wir uns bei Gelegenheit mal anders rangucken. Ja. Also ich denke mal, da wäre die Nachfrage durchaus noch da. Gut, okay. Wie gesagt, Grundprinzip. Wir werden unser komplettes Büro alles verkaufen müssen. Und das werden wir folgendermaßen aufbauen. Wir werden das komplett neu machen. Das bedeutet, wir werden jetzt unser komplettes Büro, so wie es ist, werden wir verkaufen. Don't ask again. Wir verkaufen alles. Und dann können wir sagen, machen wir kurz, machen wir mal so. Das geht jetzt hier wieder nicht, oder was? Okay, jetzt geht das hier oben nicht. So. Das waren ja unsere Anfänge. Und wir planieren jetzt quasi unser komplettes Büro einmal. Und werden jetzt auch anfangen, ein neues zu schaffen. Und das ganze Büro wird angefangen von... Oh, jetzt versagt die Stimme gerade. Wird angefangen von hier unten. Und das wird hier unser Eingangsbereich. Machen wir mal 8 Meter breit. Und 20 lang. Fangen wir mal so an. Das ist jetzt unser Eingangsbereich. Das ist ganz praktisch so. Und hier hinten kommt erstmal noch ein größerer Raum her. Da müssen wir noch mal schauen, wie wir es von der Aufteilung her machen. Wichtig zu wissen, meine Lieben. Wir werden jetzt anfangen von unserem Eingangsbereich. Werden wir hier jetzt 4 Meter breite Bereiche wegziehen. Das geht jetzt hier leider nicht, weil wir nicht so weit rauskommen. Das macht aber nichts. 16 Meter lang. Kriege ich das dahin? Nee, da müsste ich jetzt das Nachbargrundstück kaufen. Kriegen wir noch hin. So, das ist jetzt die Grundkonstruktion unseres Büros. So, und jetzt kommen wir her und sagen, passt auf, jetzt kommen an diese Büroteile kommen nochmal kleinere Bürokomplexe dran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen arg übertrieben hier auch. Vor allem, weil das halt echt sehr groß ist. Aber das macht jetzt gerade gar nichts. So, wir bauen jetzt hier vollends auf. Also das wird jetzt richtig gut. Na, das kostet natürlich auch ein sportliches Geld, was wir hier ausgeben müssen. Aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. So. Hier, lass mal runtergehen. Hier ist nichts. Das macht aber nichts. Das können wir noch nachträglich ändern. Hier. Nee, machen wir anders. Ah, da müssen wir mit Räumen, mit Raum
Quatsch, mit Wänden arbeiten. So, hier gehen wir eine Wand rein. Dann ist der Bereich jetzt hier dicht. So, alle Räume haben jetzt eine Grundformation. So, okay. Folgendes machen wir. Das hier ist alles Programmiererebene. Ja? Das hier wird alles Programmiererebene werden. Ja, das heißt, wenn ich das... Ich kann das leider nicht auswählen, ne? Nee. Okay. Hier kommen unsere Programmierteams rein. Und nur diese Programmierteams werden hier untergebracht. Das hier ist Eingangsbereich. Wir werden Folgendes machen. Wir werden die Kantine auf diese Etage bringen. Und zwar komplett. Hier kommen nicht nur Kantine drauf. Hier kommen auch Sachen, die Meetingräume rein. Machen wir das mal folgendermaßen. Ich mach das mal... Machen wir mal so. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir doch gleich mal die Geschichte hier. Also, hier kommen Aufzüge her. Zwei Aufzüge auf die Seite. Zwei auf diese Seite. Machen wir mal ganz kurz gucken, dass ich das auch richtig habe. So. Da zwei. Ich muss mir das echt mal umgewöhnen. Ich würde den... Der passt, oder was? Der passt und der nicht, oder was? Ah. Schade, dass ich die gerade nicht verschieben kann. So, der, der, der und der. Okay. Wenn ich die als alle auswähle, dann geht das hier, okay. Gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Nein. Der führt nicht hier runter. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Verdammt, nur eins. Es führen lediglich der hinterste führt hier rein, mehr auch nicht. Nur der und nur in diesem, mit diesem Aufzug kommst du auch in den Keller runter. So, dann brauchen wir natürlich hier noch eine Türe, weil sonst kriegen wir da gar nichts hin. Okay. So, hier kommen unsere Außenbereiche rein. Mal kurz gucken. Ist natürlich jetzt doof mit dem Ding. So, hier kommen die Außenbereiche rein. Da können unsere Leute eben reinkommen. So, dann führt hier erstmal ein Türchen durch und hier führt ein Türchen durch. Und dann führt hier ein Türchen durch und hier. So, das ist unser Teil 2. So, und jetzt kommt der Bereich, der für mich eben interessant wird. Denn wir werden jetzt einen Musterarbeitsplatz pro Bereich aufbauen. In ein Büro sollen nicht mehr als 15 Leute kommen. Das ist mein Ziel. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden jetzt hierher gehen und werden sagen, pass auf, hier oben im Eck fängt unser erster Entwickler an. Der kriegt einen zweiten Schreibtisch. Also wir haben immer zwei Schreibtische jetzt pro Team. Der kriegt einen bequemen Stuhl. Dann bekommt er noch einen Computer. So, Computer. So, und dadurch, dass das jetzt alles Programmierer sind, bekommen die natürlich auch einen Thriptease. Quatsch, einen Taschenrechner wollte ich haben. Ist das bei Utility? Nee. Das muss bei Büro sein. Ah, da gibt es halt so geile Computer später. Also, es kommt alles noch, ne? Es kommt alles noch. Aber jetzt pass mal auf. Da haben wir es ja doch. Wir brauchen was, was für Programmierer gut ist. Programmierer, ist das gut? Also brauchen wir auf jeden Fall einen Taschenrechner. So. Und weil wir coole Typen sind, gibt es hier jetzt auf jeden Fall nochmal eine Tischpflanze. Und eine Pflanze. So. Okay. Das ist ein Arbeitsplatz. Jetzt probieren wir es mal. Wir kopieren die. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs passen hier drauf. Dann ist das jetzt Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Ja. Aber das kriegen wir so wenigstens hin.
Nein, noch weiter. So. Wir haben ja genug Platz hier. Dann machen wir 12 pro Team. Machen wir das so? Ja, genau. Da ist der Fehler. So, wir müssen das hier so machen. So. Okay, da haben wir generell einen Kapitalfehler begangen. Nämlich, dass das hier rum muss. Mitarbeiter nach Hause schicken, na, das wollte ich eigentlich jetzt vermeiden. Verschieben. So, jetzt haben wir es auf eine Ebene gebracht. Gut, okay. Das ist jetzt unser Entwicklungsbüro. Ja. Und die bekommen jetzt hier nochmal zwei Bücherregale rein. Und dazwischen gibt es nochmal eine Topfpflanze. Und an die Seite kommt nochmal ein Fötel. Na komm. So. Das ist jetzt ein Entwicklungsbüro. Und die kriegen jetzt Folgendes. Jetzt machen wir mal so die Probe. Das ist jetzt, wenn ich das jetzt so hergebe. Wir könnten das natürlich jetzt von der Geräuschlautstärke her, machen die alle ganz schön Lärm, aber auch nicht so viel, dass es ärgerlich ist. Jetzt lassen wir mal ganz kurz nochmal schnell was schauen. Wenn wir jetzt hier eine Wand ziehen, dann hat die 16 Meter. Das heißt, theoretisch müssten wir hier die Teamtrennung machen. So, dann ist der Raum getrennt und der Raum getrennt. Okay, dann nehme ich jetzt diese ganzen Teile. Ach, da hinten haben wir ja auch noch den Fehler gemacht. Arr. Verschieben das nochmal. Das ist jetzt im Prinzip unser Muster, das wir für alle Räume dann verwenden, ne? So, dann gibt es jetzt hier... baulich gesehen. Gibt es erstmal eine Türe. So, auf der Seite müssen wir es anders machen, weil das nicht symmetrisch ist. Zumindest auf dem Weg. Die kriegen natürlich noch Fensterfronten und solche Geschichten, machen wir alles noch. So, jetzt nehmen wir uns dieses ganze Gerät hier bis oben hin und sagen verschieben. Und verschieben die jetzt hier, das ist nämlich gut, dass die so sind, so hin. So, jetzt haben die in der Mitte richtig Platz, ne? Jetzt haben die richtig, richtig Platz. Okay, das sind jetzt, wie viele Entwickler haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier in diesem Büro würden 12 Menschen arbeiten. Jetzt sind 12 Menschen, möchte ich fast als ein bisschen arg heavy meinen, macht aber nichts. 12 sind gut. Warum ist hier nicht genügend Kühlung? Gut, wir haben noch keine Klimaanlage installiert. Das ist noch ein Manko. Das werden wir hier hinten machen. Hier kommt die Klima rein. Hier kommt nochmal was anderes rein. Und hier kommt unsere derzeitige Distribution rein. So, hier hinten werden wir eine große Toiletten-Area machen. Das heißt, hier wird es viele Toiletten geben. Aber jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, wir nehmen jetzt uns das alles hier raus und sagen das jetzt einfach nur... Ja, jetzt mal hier noch eine Mitarbeiterin stehen. Verdammt nochmal. So, wir nehmen uns das hier alles raus und sagen das hier Duplikat erstellen. Und das kommt nämlich jetzt genau hier wieder rein. So, passt nämlich. Das Einzige, was er nicht kopiert hat, waren die Bücher... Duplikat erstellen. So, dann machen wir den hier raus. Nein! So, Duplikat erstellen. So, genau. Jetzt haben die hier alle erstmal sowas nicht genügend Lichter, das ist ganz klar. Die werden wir jetzt noch einbauen. Das machen wir aber am Schluss. Da gibt es dann halt hier eine Reihe Lichter. Könnte man die eigentlich so gleich wählen? Mal ganz kurz geblöde gefragt. Schon, oder? Wenn ich die jetzt hier gleich mit zumache. Ah, das war falsch. Lass mich mal die Lichter bitte sehen. Schaut gar nicht so schlecht aus. Jetzt kämpfen sie zumindest nicht um ihre Lichter mehr. Schaut gut aus. Ja, schaut sehr gut aus. So, Lichthammer. Dann nehmen wir uns diese ganzen Lampen nochmal her. Alle bitte. Die duplizieren wir auch hier im Eingangsbereich. Da brauchen wir sie nämlich auch. Und diese zwei Lichter, die nehmen wir uns jetzt auch nochmal gleich mit. Denn die brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch.
hier zwei freigelassen. Und dann dazwischen halt eins zum Äußeren. Schaut ganz gut aus so. Okay. Cool. Das ist jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt die Frage des Tages. Brauchen wir hier einen derart großen Bereich? Ich würde schon sagen, ja. Aber was auch wichtig wäre, ist ein Zugang. Und zwar, da diese Räumlichkeiten hier unten, also hier könnte man natürlich mehr Sachen machen. Wir könnten hier Drucker reinbauen und hier wiederum könnten wir andere Sachen machen. Aber jetzt machen wir erstmal die Kühlanlage fertig. Weil die ist ja auch verdammt wichtig, dass wir die haben. So, machen wir diese mal hier ran. Das können wir ja, wie gesagt, auch noch umbauen. Hier gibt es nur eine feste Türe. Die ist halt über ein anderes Büro zu erreichen. Ja, jetzt kommen wir hier, weil wir hier noch nicht reinkommen, das kriegen wir aber auch noch. Das werden wir jetzt anders lösen. Und zwar, hier gibt es auf jeden Fall schon mal Einzeltüren. So, da haben wir hier nämlich Durchgangsmöglichkeiten. Und hier auf der Seite schauen wir dann nochmal. Auf der Seite, da ist es klar. So. Okay. Soweit, so tut die. Jetzt brauchen wir hier wirklich auf jeden Fall Klima. So. Lass mal kurz gucken. Wie viel Leistung hat das Ding? Kapazität 600 von 300 irgendwas. Okay, das ist cool. Haben wir Platz. Aktuell benutzt, aktuell eingeschaltet. Gut. So, hier oben haben wir ja dann auch noch eine ganze Etage zum Verarbeiten. Da haben wir aber auch... Haben wir da nicht schon... Ne, egal. Okay. So. Jetzt geht's weiter. Wir machen das wieder runter. Wir brauchen jetzt hier genau dieselbe Trennung quasi. Hier gibt's kleinere Teams. Das heißt, es wird nicht ganz so heavy sein. Ich nehme jetzt mal hier zwei Bürostühle. Und gehe mal hier auf Kopiertour. Beziehungsweise, nein, ich nehme mal einen mit. Kopieren. So. Dieser Bereich, jetzt pass auf, wir haben ja gesagt, in dem Geschoss arbeiten nur Entwickler. Team zuweisen. Programmierer. Das ist jetzt Programmierteam 1 und 1. Ne, Moment, dann hätten wir ja deutlich mehr Mitarbeiter. Dann brauchen wir... Dann machen wir hier folgendes, dann machen wir das doch noch. Das hier unten, das wird unser neues Support-Team. Ja, da bauen wir auch schon aus Programmierteams auf. Das wird unser neues Support-Team, deren Aufgabe besteht einzig und allein darin, Support-Aufgaben zu lösen. Ja, das ist deren Aufgabenbereich. So. Mal von der Seite sehen, da sehe ich besser. So, dann nehmen wir die und verschieben die. Gut. Dann kommt hier auch noch eine Wand rein. Wie gesagt, diese Folge wird eigentlich fast nur, diese und die nächste eigentlich, wird Baufolge werden. Wir werden hier unsere unser neues Gebäude bauen, unser neues Firmenheadquarter, möchte man so sagen. So, da kommen noch gleich Türen rein, weil sonst laufen die uns irgendwann die Wände ein. So, hier diese zwei Support-Teams hier werden uns eben dafür dienlich sein. Jetzt nehme ich mir aber mal hier nur drei Lampenträger raus. Warte mal kurz, drei Lampen. Kopiere die mir, müsste reichen. So, oder? Ja, schaut gut aus, die hinteren sind ein bisschen dunkler gesetzt. Das ist okay. So, dann nehmen wir uns nochmal alles mit. Das geht halt, wenn du das einmal erstellt hast, so ein Raumkonzept, geht das halt super easy, ne? So, und jetzt haben wir schon das erste Dilemma. Nee, aber gar nicht. Ich habe es bloß nicht richtig gesehen. Das ist echt manchmal mit dem Sehen echt ein Problem, ne? So, machen wir das so. Jetzt nehmen wir die wieder weg. Da haben wir nämlich einen Fehler gemacht. Gut, jetzt ist wieder alles tutti. Wobei, da hätten wir eigentlich noch eine vierte Lampe auch noch reinbauen sollen. Jetzt ist aber dieser Pfad hier blockiert, okay. Dann machen wir ihn weg, brauchen wir nicht. Dann machen wir den hier auch weg, weil sonst schaut es doof aus.
Den bauen wir anders auf. Der kriegt einen eigenen Eingangstüre. Und zwar hier unten. In der Ecke. Das wird unser Vertrieb sein. Also das sind alles Programmierer, die hier unten sind, meine Lieben. Das wird unsere neue Vertriebsplattform werden. Lass mal... Nee, warte mal. Ich will das schon so machen. Und zwar mit allem einblenden. So. Das ist unsere neue Halle. Schaut schon gut aus, oder? Schaut schon gut aus. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie gesagt, wir haben noch ganz, ganz viele Teilbereiche. Wir werden allerdings die anderen Teams werden wir auf eine Etage zusammenbringen. Da passen alle anderen rein. Aber das größte Team oder die größten Teams, die wir haben, gehören den Entwicklern. Und die müssen wir natürlich auch massiv stärken. Denn das ist unsere Stärke. Die Programmierer sind's. Die halten unsere ganze Firma am Laufen. Und ich finde, das sollten wir auch würdigen. Und deswegen haben wir jetzt hier wirklich zwei riesen Teams, die wir bedienen dürfen. Also Programmierer 1, Programmierer 2. Hier hinten auch nochmal. Das heißt, wir können die Teams richtig Gas geben lassen. Und hier kommt unser Vertrieb rein. Das heißt, hier kommen unsere Drucker rein und unsere ganzen Verkaufsteile. Deswegen kriegen die hier auch eine eigene Türe, damit die hier wursteln können. Die sind auch nicht von innen benutzbar, sondern, also die kommt, man kommt hier rein, wahrscheinlich wenn wir das hier oben eben dual spiegeln. Aber das war's. Hier Versorgungsräumlichkeiten wie Toiletten, wie beispielsweise gibt es hier vielleicht noch, vielleicht hier gleich eine kleine Teeküche und dann geht es hinten zu den Toiletten weiter. Sowas, damit wir hier auf der Etage so grundlegende Sachen haben. Da musst du halt mit dem Aufzug aufs Klo fahren. Meine Güte, kriegt man hin, oder? Also so nah muss eine Toilette, glaube ich, bei uns nicht sein. Das ist, glaube ich, schon allein, dass wir solche Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellen, ist schon abartig gut. Wir können, falls es doch zu laut wird, hier noch Trennwände zwischen die Teams einziehen. Damit, das werden wir aber erst sehen. Das können wir mal schnell auf die Schnelle reinstellen. Meine Lieben, wie es weitergeht, nächste Folge und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, hoffentlich. Bis dahin, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.